Die italienische Provinz Südtirol mit ihren ausgedehnten Wäldern bietet ideale Voraussetzungen für die Nutzung erneuerbarer Energien. Markus Weger aus Pfalzen erkannte diesen Trend und stieg bereits Anfang der 90er Jahre in die Hackschnitzelerzeugung ein. Heute leitet er zusammen mit seiner Frau ein erfolgreiches Biomasseunternehmen mit 7 Mitarbeitern. Ich bin der Weger Markus, der Chef der Weger Biomasse. Ich komme wir sind in Südtirol ansässig, machen die Tätigkeit schon seit 91, also schon fast 20 Jahre. Und hat eigentlich mit ganz klein angefangen noch, mit der Hand, kleiner Hacker, Traktor und so. Und hat sich dann nach und nach entwickelt. Man hat einen größeren gekauft, dann wieder gewechselt, ist dann auf Jens-Maschinen gekommen, habe die erste Jens-Maschine gekauft übers Internet. Mir hat das System gut gefallen und ich habe mich da eigentlich voll verlassen drauf. Es war auch die erste Maschine in Italien. Und da ich schon Erfahrung hatte mit den Hackern, war ich da eigentlich voll überzeugt, wie ich dann die erste Maschine gesehen habe. Aufgrund seiner guten Erfahrungen entschied er sich im Frühjahr 2010 bereits für den dritten Mobilhacker von Jens, einen neuen HEM 820 DL. Was ist das Besondere an dieser Maschine? Die Maschine hat Besonderheiten. Sie ist auf kurzem Sattelauflieger aufgebaut, drehbar. Zwar braucht sie ein bisschen mehr Platz als die 700er, hat aber Förderbandaustragung. Wir haben den Vorteil, dass wir weniger Verschleiß haben an der Maschine. Wir haben mehr Kraft am Hackaggregat und daher auch mehr Durchsatzleistung. Die Maschine verfügt über ein Wurfgebläse und ein Austragsförderband. Ein absolutes Novum in dieser Leistungsklasse. Die Lösung ist ebenso einfach wie genial. Unter der Schnecke, die das Hackgut ins Wurfgebläse fördert, befindet sich ein hydraulischer Schieber. Soll das Förderband zum Einsatz kommen, öffnet der Fahrer über das Easy Green Terminal von der Kabine aus den Schieber. Jetzt fällt das Hackgut durch die Schnecke auf ein horizontal unter der Maschine verlaufendes Sammelband. Das Material wird unter dem Motor nach hinten transportiert und dem Heck auf ein schräg stehendes Förderband übergeben. Welche Vorteile bietet diese kombinierte Austragslösung? Wir haben ja sicherlich Verschleiß am Austragungsgebläse und ist auch ziemlich viel Verschleiß. Wenn ich jetzt hier einen Lagerdefekt oder irgendetwas habe oder verschlissenes Blech drinnen, dann kann ich ohne weiteres wieder mit dem Förderband weiterfahren. Wenn ich schmutziges Material habe, kann ich gleich mit dem Förderband fahren und ich habe weniger Verschleiß an der ganzen Maschine. Das sind die Vorteile. Und auch, ich habe mit dem Förderband circa um die 80 bis 100 PS mehr am Hackaggregat. Und was ist jetzt besser? Der Austrag über Förderband oder Gebläse? Förderband, Hackgut wird körniger, weniger Feinanteil dazwischen, Auswurfgebläse. Wenn es jetzt weiter weggeworfen werden muss, das Material, dann ist das Gebläse sicherlich auch gut einsetzbar. Hat sich dieses neue System im praktischen Einsatz bewährt? Das System Bandgebläse hat sich sicherlich bewährt bei mir. Also ich muss sagen, also ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe. Gell? Sicherlich muss man hier schauen. Also wir haben immer geschaut, dass wir für jede Art der Arbeit eine Maschine haben. Also nicht, dass man jetzt die kleine Maschine weggeben könnte und sagen, okay, jetzt habe ich die große, weil die macht mir das Gleiche. Irgendwo, wenn ich auf der Forststraße bin und es ist eng, dann brauche ich die kleine. Wir haben die 700er, das ist wieder ein bisschen eine größere. Und so haben wir für jeden Einsatzbereich eine Maschine. Bei der Arbeit hat Markus Weger ein oberstes Gebot. Es muss immer schnell gehen. Die Maschinen von Jens kommen ihm dabei besonders entgegen.
durch diese Maschinen haben wir einen großen Durchsatz und effektiv wenig Instandhaltung. Also wenn wir 8 Stunden hacken, dann haben wir sicherlich nur eine halbe Stunde, was wir müssen an den Maschinen zum Herrichten, zum Messerwechseln, Ausblasen von Luftfiltern und so. Also Jens eignet sich dazu besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hack selber, also ich bin selber auf der Maschine und die Maschine kennt man in- und auswendig eigentlich. Jens ist unkomplizierte Maschine, es ist alles verschraubte Teile, wechselbare Teile, also und das zählt bei mir viel. Also es muss einfach alles schnell gehen, also das ist wichtig, das ist Hauptteil. Also jede verlorene Stunde ist einfach, ja, ist dahin. Sein abschließendes Urteil? Jens passt, also für mich passt. Und wenn dann doch mal eine Wartung fällig ist, überbrückt Labradorhündin Maja die Standzeit der Maschine. Mit Zuverlässigkeit, guter Arbeit und Handschlagqualität konnte sich Markus Weger einen guten Ruf erarbeiten, der sich auch schon weit über die Landesgrenzen hinaus herumspricht. Inzwischen ist sein Team europaweit im Einsatz. Auf die Maschinen von Jens kann er sich dabei stets verlassen.